Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. Ich war gerade einigermaßen verwirrt und habe schon gedacht, ich hätte versehentlich irgendwas gelöscht, was ich noch nicht hochgeladen habe. Ich stehe nämlich jetzt auf einmal hier und dachte, ich hätte da unten aufgehört. Ich bin jetzt auch vollkommen verwirrt, weil ich schon wieder 2 Wochen nicht spielen konnte. Und habe jetzt keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. Also gehen wir nochmal zu dem Vogel. Ich habe den Pflanzenorden. Okay. Bla bla. Muss ich das verstehen? Das, so hat der letzte Part doch aufgehört. Okay. Okay. Der da hat einen Kopf wie ein Pokéball. Was mache ich hier? Erstmal gucken. La 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 la. Hi Mädels. Hi Grünling. Okay, 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 okay. Jede Menge Gestalten. Wir gehen einfach mal zu der da. Hallo. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Hauptsache, du laberst nicht so lange. Das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, die verschiedenen Missionen, Arena-Missionen zu bewältigen. Und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Okay. Möchte ich mich daran versuchen? Ja, will ich. Was denn, eine Uniform schlüpfen? Ach, das Ding. Die Doppel-Null. Na gut, dann zeige ich mal, was ich drauf habe. Klapper, klapper. Zumindest ist alles schön grün. Hä? Okay, jede Menge Strohballen. Und jede Menge Wollis. Tag. Die Mission, die der Arena-Leiter von, wie spricht man das eigentlich aus? Turfield? Für Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Wolli zu dieser Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Oder so ähnlich. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun denn, möge die Arena-Mission beginnen. Hä? Bitte? Ist das ein Scherz? Ihr geht dahin. Okay, man muss nur hinter denen herlaufen. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Hä? Was will der denn? Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Ja, ich klatsch dich weg, du Lauch. Cortini. Na, da kratze ich mich doch am Ohr vor Schreck. Du bist eine Pflanze, also grill ich dich. Blattwerk. Hey. Der wirft mit Kompost. Da reicht ein Tackle. Mal meinen besten Angriff ein bisschen aufsparen, ne? Erfahrungspunkte erhalten, okay. Wie, das war alles?
verwirrt mich jetzt ein bisschen, das mit den Schafen hier. Aber mal gucken. Ich dachte es mir. Oh ja, dann gehen wir halt da lang. Ich könnte ja auch dieses komische Wuffel-Pokémon, wie auch immer das nochmal heißt, angreifen. Aber wozu? Kann man einfach außen rumgehen. So ein Unfug. Bis hierhin war es zu einfach. Ja, das dachte ich mir doch schon. Gehen wir einfach den Weg, den der komische Köter nicht geht. Hey, wo wollt ihr hin? Ach, wenn ich nicht so ein Controller-Legastheniker wäre. Fussel, wo wollt ihr hin? Oder bin ich etwa schon fertig? Ernsthaft? Okay. Jesus Christ! This was pretty easy. What the hell? Und warum rede ich Englisch? So ein Quatsch. Okay. Irgendwas musste ja noch kommen. Wäre auch sonst wirklich ein bisschen sehr billig. Aha, da kommt einer. Den habe ich doch schon mal gesehen. Der hat die Nummer 831. Wahrscheinlich ist das ein Gewicht. Fettsack. Nee, Spaß beiseite. Der Kamerad ist gut trainiert. Leck mich am Ärmel. Erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. So, so. Daher gibt es hier so viele Herausforderungen, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt, dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab, ich habe keinen auf. Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen und deine Pokémon zu dynamaximieren. Ach du Heiland, wer denkt so weiter aus? Das wird ein spannender Kampf, ne? Da bin ich mal gespannt. Ich glaub's eher nicht, wenn du so weitermachst, Freundchen. Arena-Leiter, wie auch immer, Yarrow, Jarrow, keine Ahnung, fordert dich heraus. Zweifel heißt der Yaro. Cortini, ernsthaft. Schon wieder. Dynamax. An bestimmten Stellen in der Galar-Region ist es Pokémon möglich, gigantische Ausmaße anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Berührst du das Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn du im Kampf das Dynamax... Blablabla... Pokémon-Max... Ja. Okay, hält 3 Runden lang. Mächtige Attacken. Warte den richtigen Zeitpunkt ab. Okay. Und wie berühre ich das Symbol? Kein Plan. Ah! Ah! Probieren wir jetzt mal die Nitro-Ladung. Kommt aufs Gleiche raus. Der sinkt mir ein. Ja, nehmen wir nochmal einen Tackle, das hat für ihn auch gereicht. Klatsch, platt. Das wird nicht alles gewesen sein. Kotomi. Hä? Aha, wir sind zäh und ausdauernd. Farmer sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Was zum Geier ist denn das? Eine Blume mit Geschwür. Oh, und da weiß ich nicht, was gut ist dagegen. Also nehmen wir mal die gute alte Glut.
Houston, wir haben ein Problem. Ach du fettes Vieh. Was ist eigentlich mit meinem Angriff passiert? Okay. Der hat zwar wehgetan, glaube ich, aber jetzt wird's mies. Dichtes Gras schießt aus dem Boden. Na wunderbar. Die Verbrennung schaden ihm. Na gut. Warum kann ich jetzt nicht Dynamax zu dingsen? Ah, doch. Okay, probieren wir es aus. Jetzt werde ich ein brennendes Riesenkarnickel. Ja. Bei so einem Osterhasen gibt's Albträume. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch lang überlebe. Überlebt. Ah, er hat überlebt. Okay, die Verbrennungen schaden ihm, das ist gut. Also klatschen wir ihm noch so eine und dann müsste er eigentlich gegrillt sein. Klatsch! Okay, also wenn ich mir das Ganze so angucke, ist das Hauptproblem rauszufinden, wann setze ich den Vogel das erste Mal ein. Also den großen meine ich. Mit ein bisschen Glück, der andere ist platt und ich müsste eigentlich noch ein oder zwei Angriffe übrig haben, oder? Fritzel Blitz versucht Schockwelle zu erlernen. Mal gucken. Der Silberblick ist, glaube ich, schrottig. Weiß ich nicht mehr. Oh. Ich hatte keinen Angriff mehr übrig. Aber ich habe gewonnen, oder wie? Okay. Nanu, Kleptifuchs entwickelt sich. Was wird denn aus dem jetzt? Cool. Der hat einen Schnurrbart. Zu einem Gaunux. Gott, wie spricht man das nur richtig aus? Okay. Oh, 20 Kilo. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat, dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das ist ja wie beim Finanzamt. Mit denen habe ich es irgendwie. Egal. Versucht Raub zu erlernen. Tja, wenn ich jetzt noch wüsste, was gut war. Ach, Moment mal, da kriegt man so eine Anzeige. Prügler hat keine Stärke. Oh, machen wir weg. Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, ob man abgestellte Attacken eigentlich wieder zurückholen kann. Wahrscheinlich nicht.
Und ich lösche wahrscheinlich ausgesucht immer die besten. Ja, vielleicht die Pflanzenorden. Ja, lass meine Hand los, du grobschlächtiger. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena-Challenge siegreich abschließen willst. Oh, umgezogen bin ich auch schon wieder. Eine TM. Zauberblatt. Da braucht man eigentlich ein Lexikon für, um zu wissen, was man mit dem ganzen Schrott soll. Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. Okay. Dazu bekommst du außerdem aus dem seine Uniform? Was soll ich denn damit? Schon wieder der. Nur zu deiner Information, Gott. Die Arena Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arenaleiter von Kielten, auf dem Plan. Route 5 führt mich direkt dorthin. Es könnte sich lohnen, vorher einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Es gibt nämlich einige sehr starke Pokémon. Ist ja nicht gerade einfach. Ich frage mich aber gerade, wo die Naturzone ist. Naturzone? Naturzone. Leute, ich habe keine Ahnung, wo die Naturzone ist. Was sollte ich gehen? Route 5. Da bin ich, dann muss ich darüber. Ja, aber wie? Da steht so ein blöder Stein im Weg. Was soll der Unfug? Da lang vielleicht? Oh, da gehen wir mal kurz rein. Ja, mach meine Pokémon wieder fit. Nein. Falschen Knopf gedrückt. Dümmlich. Schnell weg. Im Zweifel beim Durchdrücken oder Durchklicken immer B drücken. Halt. Was blinkt hier? Eine Kraftwurzel. Okay. So, mal gucken. Ah, Route 5. Das ist gut. Ah ja, Zeit für ein Haut-Nah-Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Haha, links, das kenne ich. Na, mit den beiden müsste ich doch eigentlich. Glut ist immer gut. Oh. Klatschen wir mal auf den hier. Ach so, der hier auch noch.
Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Also greifen wir einfach mal den rechten zuerst an. Mit ein bisschen Glück ist der dann ziemlich schnell platt. Hey, wir haben wohl an der Steckdose genuckelt. Frechheit! Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Nitro-Ladung auf den da. Und für den da nehme ich. Boah, was nehme ich denn da? Ich denke, ich nehme nochmal den Ruckzuck-Hieb. Den klatschen wir jetzt aber diesmal dem, weil das andere Pokémon müsste ja eigentlich weg sein. Hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Oh. Moment mal. Ich wollte doch gerade sagen, da fehlt doch was. Okay, ach, und mein Angriff steigt wieder. Meine Initiative. Okay. Klick setzt Metallsound ein. Das ist irgendwie schräg. Das ist ein Zahnrad. Das ist aus irgendeiner Uhr rausgefallen oder so. Was soll der Quatsch? Okay, probieren wir mal den Doppelkick. Und bei dem hier habe ich keinen blassen Dunst. Ich nehme mal die Standpauke, keine Ahnung. Oh. Okay, ist gar nicht mehr nötig. Ist platt. So, Erfahrungspunkte erhalten. Mal gespannt, wann sich das nächste entwickelt. Aquawelle. Mal gucken. Stärke 60, Genauigkeit 100. Soll ich den Aussetzer wegmachen? Ich weiß es nicht. Ich mache ihn mal weg. Schwupp. Okay. Naja, ich guck mal, wie lange geht das Video jetzt? Aha. Na, ich denke, so 5 Minuten kriegen wir noch hin. Und mal gucken, wie weit wir da noch kommen. Viel mehr als noch ein Stück laufen und ein Kampf wird nicht drin sein, weil die labern mir hier zu viel. So, was ist denn das? Da schwebt irgendwas. Fange ich dich? Ach komm, das Vieh fange ich mal. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht. Was ist das denn? Ein Flauschling! Was flauschig ist, das brennt auch gut. Oh, in dem Fall vielleicht doch nicht. Trugträne. Heul doch. So, dann gebe ich dem gebe ich noch einen Angriff und dann probiere ich den mal zu fangen. Wenn er dann noch lebt. Okay, das reicht doch schon. Was? Diebeskuss? Der hat sich einen Kuss geklaut. Ist ja albern. Bitte? Der mogelt. Ich frage mich gerade, ob ich den jetzt fangen kann, ob das reicht. Aber ich glaube, ich probiere es einfach aus. Komm zu Papa, du komisches Irgendwas. Okay. Ein Flauschling. Ich frage mich, ob dieses Vieh irgendwas kann. Aber ich denke eher nicht. Kann man vielleicht als Dämmmaterial benutzen oder so zum Isolieren. Was soll's. Noch 3,5 Kilo. Ach, nee. Nein, keine Spitznamen.
Und ab in die PC-Box. Dich kenne ich. Du bist Picochilla. Hab ich dich schon? Na, ich probier's mal aus. Weil das Vieh kenne ich tatsächlich von Pokémon Go. Das andere vorher habe ich noch nie gesehen. Oh, ich wollte eigentlich Glut nehmen. Na, egal. Klatsch. Charme. Oh, schnuffig. Ich glaube, es geht los. Das probieren wir direkt. Okay. Ja, Picochilla hatte ich anscheinend noch nicht. Ein Chinchilla-Pokémon. Hätte ich nie gedacht. Meine Schwester hatte früher mal einen Chinchilla, die ist voll schnuffig. Ab in die PC-Box. So, dann gucken wir mal, wo bin ich denn überhaupt hier auf der Karte? Da, und da hinten muss ich hin. Also das werde ich heute nicht mehr schaffen. Mir fehlt nämlich ein bisschen Zeit. Wir gehen mal noch bis zu dem Haus hier, was auch immer das sein mag. Und gehen rein, ohne dass ich es will. Und stoppen an der Stelle. Und das nächste Mal mache ich dann weiter an der Stelle. Der Part ist heute ein bisschen kürzer, ist aber auch nicht so schlimm, weil der letzte war schon fürchterlich lang. Okay, dann hoffe ich, es waren ein paar Minuten wenigstens unterhaltsam. Und verabschiede mich wie immer mit den Worten, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.